Hallo Leute, seid herzlich willkommen bei Let's Play Dragon Age Inquisition. Ja, das letzte Mal haben wir hier in den Hinterlanden ein bisschen rumgequestet. Was wir jetzt auch wieder machen werden, denke ich mal, ist, ich weiß es jetzt nicht, ich müsste jetzt mal ganz kurz ins Tagebuch gucken. Da würde ich nämlich ganz gern mal ein bisschen... Belohnung bleibt bestehen. Wiederherstellung der Ordnung in den Hinterlanden gebeten. Macht benötigt. 4-4. Und dann noch Valerio. Wir brauchen noch ein bisschen Macht. Wie kriegen wir Macht? Wie kriegen wir Macht? Den wir Risse schließen? Oder das tun? Bestimmt das. Das geht bestimmt auch. Templer töten geht auch. Bringen wir mal Templer töten, wa? Dann gehen wir mal nach Valerio. Wow. Das war nicht absichtlich. Aber da kann man natürlich auch untergehen. Das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Finde das Lager der Templer an der westlichen Straße. Okay. Könnte denn das Lager nur sein? Ach. Hier sind ja Gegner. Hallo, Freunde! Und Camps! Erstmal hingelegt. So, seid ihr jetzt ein bisschen pissig auf mich? So. Wen haben wir denn jetzt hier noch? Haben wir jetzt hier noch einen? Ach hier, da steht er noch. Ich dachte, er wäre schon tot. Oh, wir halten schon ein bisschen mehr aus jetzt. Aber nur so ein bisschen, hä? Da kommt mir das gerade nur so vor und das war einfach ein leichter Kampf. Wahrscheinlich war es einfach nur ein leichter Kampf. Was haben wir denn? Hier ist ein Lager. Und hier gibt's Templerlager. Ja, und direkt auch ein Stufenaufstieg. Das ist ja auch nicht verkehrt. So, was machen wir denn hier? Hier machen wir wieder Zweihand. Was ist denn das? Wirbelsturm. Okay, das hört sich gut an. Ich glaube, das werden wir nehmen. So, kurz die. Den Glimmstängel ausmachen. So. Das sieht gut aus. Hey, mein Freund. Hello, my name is... Du kriegst jetzt ganz gewaltig auf die Schnauze. Wow. Bleib locker. Ganz locker bleiben. Ganz locker. Sag dich nicht, bleib ganz locker bleiben. Ganz locker. Oh, Alter. Weißt du was? Jetzt darf man mal die neue Attacke hier ausprobieren. Ey, so geht das Fall nicht, gell? So nicht. Da legst du dich jetzt mal hin und denkst drüber nach. Ach, er ist hier auch noch wichtig, ja? Sehe ich das richtig? Ihr macht's jetzt hier auch noch Terz. So, zack. Und weg mit dir. Ach, der ist schon tot. Das ging ja schnell. Oh, eine Kiste. Die Winterstreitkolben. Ist der eine oder zweihändig? Nur Krieger. Voraussetzungsstufe 7. Ja, mitnehmen tun wir den auf jeden Fall mal. Was ist denn da? Was gibt's denn hier? Waffen? Die Winterstreitkolben. Ach, Stufe 7. Scheiße. Madig. Der hat ein Feuerding drin, das auf jeden Fall kann er nicht so verkehrt sein. Der Feuerrune, das ist ja bestimmt irgendwie sowas. Das hört sich auf jeden Fall an wie eine Verzauberung, sagen wir es mal so. Hey, Buddies. Nee.
Das ist mir zwar viel gefallen, aber irgendwo ist auch mal gut. Irgendwo ist auch mal gut. Boah. Ruhe jetzt. Ich stehe da nicht drauf, wenn man mich die ganze Zeit wegschubst. Haut's das weg, haut's das doch einfach weg. Fällt dir das nicht mehr so, wenn ich hinter dir stehe und auf dich einfresche wie so ein Behinderter, oder? Jetzt ist es nicht mehr so witzig. Leg dich hin. Und geh drauf. Ich hab gesagt, du sollst drauf gehen, danke. Was, das war das Lager jetzt auch nicht, oder was? Verbesserter Gürtel des Fernkämpfers. Oder so. Hier kann man doch was aufstellen. Das bringt doch, glaube ich, Macht, wenn ich mich nicht täusche. Ich meine, das hätte Macht gebracht, oder? Oder auch nicht. Ja, war das jetzt nicht das Lager der Templer, oder was hier? Waren das keine Templer? Ich glaube, das muss ich nicht verstehen. Ist hier noch irgendwo eins, oder? Legionen in den Hinterlanden, 5 von 29. Das ist doch schön. Die Templer haben dort vorne einen Stützpunkt errichtet. Aha. Befasse dich mit den Templern. Es sind Templer. Befasst, fertig. Okay, ja, ich gehe ja schon rein. Hey Jungs, na, alles fit? Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen oder so. Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Was gibt's denn hier noch Schönes? Das war's, ich wollte gerade sagen, das war's aber jetzt noch nicht, oder? War jetzt ein bisschen wenig Kampf für so ein Templer-Lager. Was haben wir denn hier? Oh, hier mal Loot vergessen. Das ist nicht gut. Loot vergessen ist nie gut. So, hier drüben ist irgendwo noch ein Feind. Hier hinten. Ruhe. Verreckt alle. Wow. Die sind ja schon tot. Eine Truhe. Was ist da drin? Robuster Bogengriff. Ja, weil wir auch so viel Bogen verwenden hier. Das ist auf jeden Fall wichtig. Oh, hier ist noch eine Truhe. Was ist da drin? Ferelisches Hauptmanns Langschwert. Haben wir das nicht an? 67. Ja, original. Wir haben das jetzt dreimal einfach. Einfach dreimal das Schwert. Ah, da ist noch eine Truhe. Ah, da muss man wieder kämpfen für. Leg dich hin. Dann ist es schneller vorbei, glaub mir. Da musst du nicht leiden. Du musst nicht leiden, mein Freund. Du musst nicht leiden. Immer noch nicht tot, oder was? Das kann doch nicht sein. Verreck doch jetzt mal. Wir sollten jetzt auf dem Königsweg sicherer sein. Dennoch müssen wir uns noch immer um die Abtrünnigen kümmern. Die süßlichen Finger. Was ist das? Krieger. Eine Truhe. Was ist da drin? Verstärkte Verteidigerrüstung. Haben wir da jetzt wenigstens? Das können wir sogar verwenden.
Jetzt weiß ich, warum das die süßlichen Finger heißt, aber nein. Ich werde kein... What the fuck? Ah, jetzt. Ach ne, wir haben eine Rüstung bekommen, wa? Rüstung, die wir natürlich nicht tragen können. Warum auch? Wer Quatsch. Stufe 6, was haben wir für eine Stufe? 4, toll. Wir könnten ruhig mal Sachen bringen, die man auch tragen kann. Das wäre echt mal... Scharmützler-Langbogen. Ein Traum. Gibt's hier noch irgendwas? Suchen. Der Kompass pulsiert, kannst du mit der S drücken, um eine Suche einzuleiten. Hier muss irgendetwas sein. Ja, wohl irgendwo hier, oder? Was ist das? Eisenborke, was auch immer eine Eisenborke ist, aber okay. Eisen. Ganz viel Eisen. So, alles mitnehmen. Können wir alles vielleicht brauchen. Wer weiß das schon. Ach, jetzt habe ich viel Eisen hier. Das ist ja abnormal. Ja, richtig viel Eisen ist hier. Sehe ich das richtig, dass wir gerade keine Quest haben? Oder habe ich das gerade einfach nur... 4 von 4 macht. Reise nach Valyria, suche den Ratsraum auf. Machen wir das doch mal. Wo ist denn hier? Haven. Haven! Oh, dann gucken wir doch mal. Im Codex werden Überlieferungen, Tutorials, bla bla bla. Und ich kann natürlich wieder nicht auslesen, weil, ja. Doof. Doof jetzt irgendwie. Aber die Ladebildschirme dauern auch extrem lang, also... Kaum beschwert man sich, ne? Es ist echt unglaublich. Wieso kann ich denn hier eine Quest abgeben? Hi. Dachte ich mir schon, dass ihr hier vorbeikommt. Ich bin Harrod. Und alle hier wissen, wer ihr seid. Wie das ist schön. Die neue Rüstung? Sie ist robust und warm. Perfekt. Gut. Die Welt hat den Verstand verloren. Normale Rüstungen und Klingen sind gut gegen Banditen, aber wir kämpfen hier nicht gegen Banditen. Meine Ausrüstung hilft euch im Kampf mit Dämonen, Abtrünnigen, was auch immer diese Welt euch entgegenwirft. Ihr braucht also etwas Handgemachtes, etwas Besonderes. Bringt uns nur das Material, den Rest erledigen wir. Falls ich etwas brauche, okay. Wir sollten klein anfangen, mit etwas, das euch schützt. Werft einen Blick auf den Tisch dort, dann reden wir weiter. Ihr werdet Material brauchen. Wir müssten draußen aber alles haben, was ihr wollt. Wo draußen? Hör mal auf, mit dem zu reden. Danke. Ah, hier. Okay, den Tisch hat er gesagt, hier Rüstung herstellen. Verteidiger Harnisch. Eisen. Und Eisen. Und herstellen.
Und jetzt? Achso, jetzt muss ich wieder mit dem Alten reden, halt. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Waffen modifizieren. Was ist das hier, wo er steht? Da hatte ich gerade auch eine Option drauf. Achso, muss ich die jetzt anziehen, oder was? Rüstung. Oh, jetzt ist es weg. Könnt ihr mir helfen, meine Waffen und meine Rüstung zu verbessern? Ja, wenn ihr einen neuen Rüstungsteil findet, sagen wir einen Schulterschutz oder Beinschienen, erledigen wir alles weitere. Ihr könnt eurem Schwert in der Schlacht nicht einfach einen neuen Griff verpassen. Bringt es her, damit wir ihn fachgerecht ersetzen können. Okay. Ja, ich hau gern um mich. Lass eine Rüstung abändern. Also jetzt müsste ich dann... Ah, Rüstung modifizieren. Starker Verteidigerharnisch, schwerer Armschutz. Genau. Änderung bestätigen. Gut. Was ist mit Verbesserung? Könnt ihr mir helfen, meine Waffen und meine Rüstung zu verbessern? Ja, wenn ihr einen neuen Rüstungsteil findet, sagen wir einen Schulterschutz oder Beinschienen, erledigen wir alles weitere. Ihr könnt eurem Schwert in der Schlacht nicht einfach einen neuen Griff verpassen. Warum nicht? Bisher, damit wir ihn fachgerecht ersetzen können. Stell ich mal nicht so an. Ah, immer diese W-Drückerei. Quest abgeschlossen, Stück für Stück. Jetzt haben wir keine mehr, oder? Haben wir jetzt noch was? Nee. Das war's. Aber immerhin haben wir jetzt, eine neue Rüstung. Dann gucken wir mal, was die da drin jetzt von uns wollen. Das sieht cool aus mit dem Dolch da hinten dran. Weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, aber das über der Tasche ist so ein kleiner Dolch. Sieht schon ziemlich cool aus, diese Rüstungen. Die sind schon mit Liebe gemacht, das merkt man. Was ist denn hier los? Euresgleichen hat ihre Heiligkeit getötet. Alles Lüge. Euresgleichen hat sich halt sterben lassen. Maul, Magier. Es reicht jetzt! Hauptmann! Das ist nicht mein Titel. Wir sind keine Templer mehr. Wir sind alle Teil der Inquisition. Und was genau heißt das? Ihr schon wieder, Kanzler? Habt ihr nicht schon genug angerichtet? Ja, echt mal. Ich frage mich, Kommandant, ob eure Inquisition und ihr Herold die Ordnung wie versprochen wiederherstellen werden. Natürlich. Fragt ihr euch das. Zurück an die Arbeit, ihr alle. Kallen? Als wäre es nicht genug, dass sich Magier und Templer bekriegen. Jetzt bezichtigen sie sich gegenseitig am Tod der Göttlichen schuld zu sein. Deshalb brauchen wir eine richtige Autorität, die sie zur Besinnung bringt. Euch? Zweitklassige Kleriker, die nicht wichtig genug waren, um am Konklave teilzunehmen? Wer dann? Die aufrührerische Inquisition und ihr sogenannter Herold Andrastis? Ach, du hast doch keine Ahnung. Ich glaube ebenso wenig wie ihr, Kanzler, dass ich Andrastis Herold bin. Eure lobenswerte Bescheidenheit wird die Inquisition nicht davon abhalten, diese irrige Meinung für ihre Zwecke zu nutzen, wenn es ihr zu Pass kommt. Die Inquisition sagt nur, dass wir die Bresche schließen müssen, um nicht zugrunde zu gehen. Ja. Das sagt ihr jetzt, Kommandant. Wir werden ja sehen, wie lange ihr dieser Ansicht treu bleibt. Ich werde dafür sorgen, dass Valroayo zur Vernunft kommt. Ich bete, dass ihr recht habt. Also ich hoffe es zumindest. So. Diese Wahrheiten hat der Erbauer mir offen. Apotheker Edan. Wie es jetzt hier im Ratsraum weitergeht, sehen wir morgen in der nächsten Folge von Dragon Age Inquisition. Ich danke euch fürs Zuschauen.
Bis morgen. Ciao, Leute.